Leute, wir sind hier. Wir sind jetzt kurz vor den Liga-Rematches. Ich habe nochmal die anderen Sachen ausprobiert, die ich im letzten Pack gesagt habe. Haben auch nicht funktioniert. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat nicht funktioniert. Das kann ich jedem sich mal sagen. Aber es wird Zeit, das EP nach fast einem Jahr zu Ende zu bringen. Dafür habe ich auch ein komplett neues Team zusammengestellt, was ich euch jetzt mal kurz vorstellen möchte. Als erstes haben wir hier X-Vector mit dem Metallmantel altbekannt auf Level 75. Ich habe nämlich die Pokémon so hochgelevelt, dass sie zwischen den Champs schwächsten und stärksten Pokémon ungefähr sind. Also ein solides Ding. Und die Attacken haben sie nicht groß verändert, außer eine Sache. X-Vector hat Zen-Kopfstoß endlich erlernt. Und damit ist es nun ein vollwertiges Metagross und kann nun alles wegbatzen, was sich uns in den Weg stellt. Danach habe ich Chaos mitgenommen. Chaos in der Waschmaschinenform. Warum es jetzt statt der Hitze in der Waschmaschinenform ist, ist eben so. Ich will nämlich die Hydro-Pumpe mitnehmen. Bei einer Wasserattacke konnte ich da gerade echt gut gebrauchen, weil ich habe kein Wasser-Pokémon mehr im Team. Leider muss eine Mrs. Krabs raus für andere Teammitglieder. Aber, naja, kann man nichts ändern. Und die Wassertafel verstärkt natürlich die Hydro-Pumpe nochmal und der Rest ist halt normal. Spukball-Step, Donnerblitz-Step, Donnerwelle zu Paran. Boom. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Dann haben wir Satan drin. Das Auflockern habe ich sogar drin gelassen, weil wir wissen nie, wann der Gegner kommt und Tarnsteine legt oder sonst irgendwas. Und damit können wir es halt komplett wegmachen. Und an Satan hat sich eigentlich nichts verändert, außer dem Level. Und jetzt kommen wir zu einem neuen Teammitglied. Nämlich Frankie05, unser Despoter. Despoter mit einem laschen Wesen, die Stats sind auch überhaupt nicht scheiße. Und dann noch die Steinkante als Step, Knirscher als Step, Erdbeben, weil es Erdbeben ist. Und die Fassade, falls wir verbrannt werden oder so, damit wir dann auch nochmal ordentlich reinballern können. Und dann noch der Sägesang, um uns aufzuheilen, wenn wir halt reinhauen wie ohne Ende. Haben wir Blümchen? Blümchen hat sich eigentlich auch null verändert, auch vom Moveset her nicht. Nur das Level ist halt anders. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Teammitglied, was auch neu ist, nämlich Tsunade. Tsunade, Käferkampf, mit einem frohen Wesen, mit dem Vielender, den Erdbeben, Nahkampf und den Gegenschlag habe ich noch drin. Hoppala. Werde ich dann gleich verlernen. Wenn wir reingehen, das zeige ich euch dann gleich, was ich dann dafür ihm gegeben habe. Aber auf jeden Fall habe ich vergessen, da die Attacke zu verlernen. Aber es hat Zeit, das EP endlich zum Ende zu bringen. Es wäre schon mal zu Ende gegangen. Ihr wolltet das Postgame wurde gemacht. Und nun sind wir hier. Am Ende angekommen, nach einem Jahr. Let's go! Natürlich habe ich mich auch einigermaßen aufgerüstet mit den ganzen Items. Und ja, sind eindeutig bereit dafür. Hey, ich bin wieder zurück. Ah, willkommen in der Pokémon-Liga. Das ist schon das zweite Mal, dass wir uns sehen, nicht wahr? Ich bin Herr Barrett, aber du kennst mich ja schon. Du hast mich letztes Mal fertig gemacht, aber jetzt diesmal mache ich dich fertig. Und weißt du auch warum? Weil ich keinen Bock mehr habe, du hast meine Ehre gestohlen und die will ich mir nun zurückholen, also lass uns anfangen. Alles klar. Zeit für den ersten Gegner. Diesmal sind sie deutlich höher gelevelt und ich bin gespannt, was er raushaut. Ein Traumato auf Level 65. Aber wir sind gut darauf vorbereitet. X-Vector hat den bei weitem übertrumpft. Und da kommt der Sternhieb, der jetzt trifft und das Traumato bitte aus diesem Leben bumst. Komm schon, der Sternhieb sollte eigentlich reichen. Wir sind 10 Level oben drüber. Step, Metallmantelburst. Das ist ein totes Traumato. Ciao. Weiter geht's. Ich die paar IP nehmen wir mit. Lepumentas. Lepumentas ist Gesteinpsycho. Sollten wir eigentlich auch mit einem Sternhieb ziemlich stark zu schaffen machen können. Und? Ah, oh. Was? Nicht sehr effektiv? Oha. Was war ein Lepumentas nochmal für ein Typ? War das etwa nicht der Typ? Ich habe das so eine Erinnerung. What the fuck? Aber okay. Alles klar. Dann machen wir halt nochmal einen Sternhieb. Weil er wird das Safe Top Genesum einsetzen, wie ich es mir gedacht hatte. Deswegen kommt es nochmal ein Sternhieb und dieser Sternhieb sollte, das heißt nicht so viel Damage machen, ein bisschen weniger, weil er auf plus 1 Verteidigung ist, aber trotz alledem immer noch guten Schaden und... What the... Wer hat mein Handy umgestellt? Warum? Auf lautlos? What the fuck?
Oh Mann! Wieso? Wieso passiert mir das immer? Warum passiert mir das immer? Wenigstens kriege ich jetzt einen Angriffsboost dafür. Alles mal ganz ehrlich, wie oft hat sich mein Handy jetzt schon gemeldet während dieses LPs? Ohne Witz. Schon so oft. Und... Der hat einen Karantiner. Ach du Scheiße! Ja gut. Okay, Garantina, was machen wir gegen dich? Ich kann Satan nicht einwechseln, weil... Obwohl, was soll der jetzt drücken? Ich glaube, Spukball, ne? Ich weiß, was ich mache. Ich gehe auf Frankie. Und Frankie kann dieses Garantina mit dem Knirscher ziemlich stark zu schaffen machen. Ich resiste die Geistattacken. Sandsturm hole ich sogar auch noch raus, was meine Spezialverteidigung um 50% boostet. Aber er macht nur die Heilblockade. Okay. Aber der Sandsturm tobt. Und wir können damit ein bisschen Damage machen. Perfekt. Und da kommt jetzt der Knirscher, der Stab ist und der hat Erdkräfte. Aber durch den Sandsturm sollten wir das überleben. Es ist kein Stab. Wir sind ein paar Level oben drüber. Sandsturm tut uns auch noch boosten. Und dann stecken wir das locker weg. Boom. Knirscher. Und geht down. Es ist Stab. Sehr effektiv von Frankie. Auf 75. Das zeigst du nicht, Garantina. Aber doch. What the fuck? Als ob er das weggesteckt hat. Heftig. Also das ist jetzt wirklich heftig. Aber wie sie tut uns der Sägesang nochmal ein bisschen aufheilen. Der Sandsturm kommt auch und tut nochmal ein bisschen KP abziehen. Und damit ist er jetzt im gelben Bereich. Da würde ich sagen, gehen wir nochmal auf den Knirscher. Und wenn ich so überlege, ich glaube nicht mal ein Crit würde uns jetzt umbringen. Ich glaube nicht, dass mal ein Crit uns gerade töten würde. Deswegen stecken wir das nochmal weg und da kommt nochmal ein Knirscher. Weil, Frank, ich glaube an dich. Ich habe gerade echt Vertrauen in dich. Weil du bist der Einzige, der dieses Vieh wegbacken kann und jetzt ist es ein Down. Wow. Gleich der erste Top 4 holt dann Garantina raus. Auf Level 69. Alter Scheiße. Aber Frankie hat's geregelt. Und was kommt als nächstes? Slimer könnte ich mit. Kann ich auch mit Frankie wegbatzen. Das batze ich auch mit Frankie weg. Hier, Erdbeben. Mach das denn kalt. Erdbeben sehr effektiv. Zwar kein Step mehr, weil ich den Bodentyp durch den Unlichttypen verloren habe. Ist mir aber egal. Das Ding wird Schaden fressen. Und zwar immensen Schaden. Und wie viel Schaden ist es? Down. Nice. Won it. So, was kommt als nächstes? Oder als letztes? Kann Frankie das auch wegpatzen? Oder ist es dann zu riskant? Weil es ein Kampf-Pokémon kommt, da hätte ich jetzt ein Problem. Aber der Sandsturm tobt immer noch. Und es kommt ein Mew. Oha. Zwei legendäre Pokémon hat der Typ. Nicht schlecht. Aber Mew ist auch Typ Psycho. Deswegen Knirscher batzt das Ding komplett weg. Bam. Es sollte es eigentlich null tanken. Es würde es auch nicht tanken, weil das Ding einfach zu schwach ist, um gegen Frankie bestehen zu können. Was? Als ob das überlebt hat. What the fuck? Alles klar. Überhaupt nicht merkwürdig oder so. Nein. Wo war der Sandsturm? Ah, schade. Ah. Mann, als ob Mew das wegsteckt. What the fuck? Aber okay, dann nochmal ein Knirscher. Das ist auch sehr effektiv. Und vielleicht war das ja eine Minrow oder so. Kein Plan, aber... Ist ein bisschen blöd, ne? Aber next try. Kann man eben nichts machen. Und ich hoffe, dass es diesmal reicht, sonst kriege ich nämlich einen Kollaps. Komm schon. Ah! Das kann nicht wahr sein. Dieses Mew! Aber Sandsturm? No! Oh, natürlich nicht! Aber wenigstens ist das keine Top-Genese mehr ein, sondern lässt sich jetzt ganz brav umbringen, weil dieser Antikraft wird nichts ausrichten. Aber wenigstens haben wir das jetzt geschafft. Meine Güte. Ach ja, nebenbei zu LPen und zu schreiben ist gar nicht mal so einfach. Ja, deswegen war ich auch ab und zu kurz ein bisschen ruhiger, weil ich habe gerade nebenbei noch was geschrieben. Und dann noch zu kommentieren, nicht einfach. Aber, naja. Weiter geht's. Ich habe schon wieder gegen dich verloren. Ich habe meine Ehre nie wiederherstellen können. Du weißt schon, dass du irgendwie Zuko aus Avatar nachmachst. Nein, tue ich nicht. Weißt du warum? Weil ich keine Narbe habe, die ekelhaft ist. Also, verpiss dich endlich. Okay. Meine Güte. Aber jetzt heilen wir erstmal.
Und ja, ihr seht, ich habe reichlich eingekauft. Also reichlich. Ne? Also, dass wir hier safe durchkommen und ohne irgendwelche Getränk-Pedulies kommen, weil ich will diese Challenge schaffen. Ich will die schaffen. Und nichts wird mich daran hindern. Das ist nämlich mein Ziel. Und Zeit für den nächsten Top 4. Ich hoffe mal, dass er jetzt keine legendäre Pokémon rauspatzt, so wie der, weil, obwohl, das wäre es jetzt, wenn dieser Top 4 jetzt ein Legionar den anderen rausballern wird. Das wäre jetzt so heftig. Das wäre so heftig. Aber hoffen wir mal aufs Beste. Ah, der kommt gleich ein Stalos raus. Holla, die Weitfee. Okay, okay. Stalos. Stalos könnte jetzt Erdbeben einsetzen, deswegen gehe ich auf Chaos. Chaos hat nämlich die Fähigkeit Schwebe, wodurch das Erdbeben immunisiert wird und können mit der Hydro-Pumpe diese Stalos wegbatzen. Aber es kommt der Knirscher. Hm, okay. Alles klar. Aber Chaos sollte das wegstecken. Ah, sehr effektiv leider. Soll ich das Risiko eingehen? Ich müsste eigentlich noch ein Ding tanken, deswegen Hydro-Pumpe trifft bitte. Ja! Putz das Ding weg! Wassertafel, sehr effektiv. Leider kein Step-Bonus, weil es in der vierten Generation noch nicht den Typen nebenbei wechselt. Ist mir aber egal. Du bist tot. Mit dem Crit. Yes. Yes. Alter. Ihr merkt vielleicht, ich bin gerade ein bisschen angespannt und aufgedreht, weil ich das irgendwie schaffen will. Ich lasse mich nicht abbringen. Ich habe, wenn ich die ganze Challenge schon so knapp oft überlebt habe und das wirklich, wirklich, wirklich knapp. Also, wenn man sich mal so zurückerinnert, Rivalenkampf fast verkackt, dann noch ein Arenaleiter damals, glaube ich, fast verkackt. Einfach mehrmals fast am Ende gewesen. Fast am Ende. Unser Team wurde auch mal von einem Trainer komplett vernichtet, etc. Dann habe ich jetzt diesen Drang, diese Challenges zu schaffen, nachdem ich das alles überlebt habe. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Am meisten X-Factor. X-Factor, das Vieh liegt einfach immer noch. Das Vieh lebt einfach immer noch. Und hat all diese Krisen überlebt. Jede Bredouille, die wir bis jetzt hatten, hat dieses Monster überlebt. Wo es dabei war. Und es war bei vielen dabei. Sehr viel. Also es ist schon heftig. Wirklich, wirklich heftig. Aber okay. Deswegen setze ich nochmal einen Spuckball ein, damit dieses Gardevoir aus dem Leben gebumst wird. Damit sollte es auch down sein. Ich muss mich aber jetzt nur von den Seher in Acht nehmen. Da gehe ich dann lieber mit Chaos raus, weil dieser Seher macht definitiv Aua. Am besten gehe ich dann auf das bulkigste Pokémon im Team. Meine Idee, ja. Jetzt kommt auch von Nita rein. Und ich glaube, dafür gehe ich jetzt wirklich dann auf Satan. Weil Satan sollte eigentlich diesen Seher ganz gut wegstecken können, wie hoch ist. Obwohl, nein. Frankie müsste das locker wegstecken. Ja! Weil ohne Typ tut es ja nicht immunisieren. Das haben wir da ja damals durch All-Star erfahren, wie es dadurch sehr gestorben ist. Aber der Sandsturm boostet ja die Cyberverteidigung um 50%. Und dadurch müssten wir das jetzt noch viel, viel mehr wegstecken als davor. Und dieser Feuersturm wird wahrscheinlich auch nicht so viel machen. Ja. Macht gar nichts. Nichts! Und dazu können wir auch die Sponita mit Frankie locker wegbatzen. Und jetzt sehen wir mal, wie viel Schaden macht der See auf Frankie. Und? Wie viel? Alter, das ist mehr als gedacht, aber trotzdem, das ist gar nichts. Frankie schickt das weg wie nichts. Und da kommt noch ein Flammenblitz. Step-Flammenblitz. Wird aber resistet durch den Gesteinstypen. Und das macht nichts. Das macht einfach gar nichts auf Frankie. Frankie, du bist ein Tier! Du bist nicht nur in Kommentarlänge ein Tier, sondern auch ein Pokémon ein Tier. Meine Fresse! Du bist einfach ein Monster. Nächstes Pokémon down. Also ganz ehrlich, Frankie? Ich glaube, du wirst das sehen, ne? Aber du bist hier gerade echt das MVP des Teams. Du machst gerade die ganze Liga platt. Seit du drin bist, ey. Du machst alles weg. Alles, was sich uns in den Weg stellt. Einfach boom. Down. Da kommt noch ein Dragonier. Okay. Bei Dragonier gehe ich lieber raus. Auf X-Factor. X-Factor resistet die ganzen Drachenattacken und sollte eigentlich das viel locker wegpatzen können. X-Factor wird kein Problem damit haben. Null. Und der Bodyguard, ja, macht auch nicht gerade viel. Ja. Macht auch nicht gerade viel. Sandsturm trifft, er wird ein bisschen, er kriegt Schaden, Sternhieb kommt und geht natürlich daneben. Und er macht einen Drachentanz. Voilà. Aber, ich bin noch nicht beunruhigt. Höchstens, wenn es auf plus 3 ist. Wenn es auf plus 3 wäre, dann wäre ich langsam beunruhigt. Aber so habe ich jetzt gerade keine großen Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Und dann kommt der Wutanfall! Ab das 1-Step. Mit aber resistet durch X-Factor. X-Factor ist bei vollem KP. Das schickst du weg, Mann! Ja! Boah! Ich hätte nicht gedacht, dass es viel schon Wutanfall drauf hat.
Ich glaube, das lernt nur Dragoran, aber Dragonir lernt das auch. Hilfe! Okay, aber okay. Alles ist gut, das Ding ist down. Alle sind happy. Boah. Schock des Lebens erstmal. Aber damit ist sie auch down. Der zweite Top 4. Und da würde ich sagen, auch persönlich beende ich hier an der Stelle den Part. Ist etwas kurz, ja. Aber ich mache das wie damals. Ich pro Top 4, also zwei Parts, werden die Top 4 beinhalten. Und der letzte Part wird dann den Champ beinhalten, wenn wir überhaupt so weit kommen. Je nachdem, ne? Also, lasst einen Like-Kommentar, wenn euch der Part gefallen hat. Ein Abo plus Glocke, um überhaupt nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Pokémon Platin Randomizer Nachsucht Challenge. Wenn wir die Pokémon-Liga schaffen oder nicht schaffen. Bei den Liga-Rematches. Und mal schauen, wie lange sich unsere MVPs hier noch durchkämpfen, weil bis jetzt haben wir noch keinen Tod. Und das alles locker flockig. Bis dann. Und ciao.